Besten Dank, Rudi Meier, für die Einführung. Geschätzte Damen und Herren, es freut mich, Ihnen heute dieses Thema SNBS, Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz, näher vorstellen zu dürfen. Ich hoffe, Sie haben noch etwas Energie vor dem Mittag. Ich werde versuchen, nicht auf alle Folien im Detail einzugehen. Sie müssen nicht Angst haben und dass wir da nicht zu spät in den Mittag kommen. Ich würde mir erlauben, zuerst kurz das Netzwerk vorzustellen an zwei Folien, dann den Kern eigentlich auf den Standard richten, aber insbesondere auch auf den aktuellen Stand der Entwicklung, also die Pilotphase, die jetzt abgeschlossen wurde, die Marktumfrage, die jetzt vorliegt, und dann noch einen kurzen Ausblick machen. Das Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz ist eigentlich ein Bestandteil der vierten Strategie nachhaltige Entwicklung des Bundesrates, eine konkrete Maßnahme. Wir haben quasi als nationales Kompetenzzentrum diesen Anspruch, dieses Netzwerk zum Leben zu erwecken, das bestehende Wissen zu bündeln und eben als eine Art Dialogplattform zu wirken über die Sprachregion hinaus und das Wissen so zusammenzutragen. Getragen wird das Netzwerk durch die öffentliche Hand, aber auch die Wirtschaft, die Wissenschaft. Aktuell sind es ca. 90 Mitglieder. Es ist noch ein junges Gebilde, vor zwei Jahren gegründet. Und wenn sich jemand interessiert, sind da jederzeit neue Mitglieder willkommen. Mehr Informationen haben Sie auf der Homepage unter nnbs.ch. Der Grundgedanke: Grundlagen definieren, Bestehendes koordinieren, wir haben eine Vielfalt, werden wir sehen, und vor allem aber auch Fehlendes erkennen und dann auch Neues entwickeln. Kommen wir zum Standard. Diese Folie, vielleicht etwas, nehmen Sie die Anordnung der Symbole nicht genau, auch die Größe der Symbole soll nicht Diskussion auslösen, sondern dieser Baum soll darstellen, wie die Vielfalt eigentlich in der Schweiz besteht bezüglich der bestehenden Mittel, Arbeitshilfsmittel, Werkzeuge, Labels, Normen, Vorgaben. Sie sehen, da wurde viel gearbeitet in den letzten Jahrzehnten, viel Wertvolles erarbeitet. Also dieser Baum steht für die Stärke und symbolisiert die Stärke dieser Errungenschaften in den letzten Jahren. Die Ausgangslage kennen Sie, es gibt eine Vielzahl von Aktivitäten in diesem Bereich. Es gibt viele Hilfsmittel, aber die meisten Hilfsmittel oder Labels oder Standards decken nur Teilbereiche der Nachhaltigkeit ab. Das war auch der Grund, weshalb sich die öffentliche Hand und die Wirtschaft zusammengetan hat und gesagt, wir brauchen ein Label oder einen Standard, der eben umfassend ist und all die Aspekte abdeckt eines nachhaltigen Gebäudes. Der Projektstart war im Juli 2011, die Entwicklung dann über zwei Jahre. Aktuell wurde die Pilotphase abgeschlossen. Frau Bundesrätin Leuthard hat den Standard lanciert im Juni 2013 und wir werden sehen, wo wir heute stehen. Der Würfel als Gedankenmodell für diese drei Dimensionen. Sie sehen hier die Dimension Planung, Bau, Betrieb, also Lebenszyklus. Sie haben die drei Pfeiler der Nachhaltigkeit, Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt. Und ganz wichtig hier, diese Ebene nicht nachhaltig, respektive nachhaltig. Also wir haben versucht, die Nachhaltigkeit zu messen. Also wirklich versuchen, wie ist die Zielerreichung dieser Zielgrößen bezüglich der nachhaltigen Entwicklung, basierend auf den Zielsetzungen des Bundesrates. Die Grundlage waren die drei Pfeiler, abgeleitet aus der Strategie Nachhaltige Entwicklung Schweiz, wieder mit Gesellschaft, also gestalterische, städtebauliche Themen, der Mensch im Mittelpunkt, dann die Wirtschaft, das Beispiel die Lebenszykluskosten oder eben die Umwelt, wie Sie es kennen, mit Klima-, Energiethemen, wie es bereits ausgeführt wurde. Im Fokus steht das Gebäude, aber auch die Parzelle, also der Standort eigentlich. Und ganz wichtig, der Begriff Kontext, also das Umfeld. Also man versucht, ein Gebäude möglichst ideal in sein Umfeld einzubetten, zu ergänzen, anzuschließen an Bestehendes. Und das war ein ganz wichtiger Anspruch, eigentlich vor allem im gesellschaftlichen Bereich, aber auch im wirtschaftlichen Bereich.
Diese Darstellung zeigt so die Beurteilungsmethodik. Wir haben auch hier versucht, Bewährtes aufzunehmen. Die Schulnoten lösen verschiedentlich Emotionen aus, positive, negative. Aber im Sinn des Bewährten, des Schweizerischen, ist auch hier nachhaltig, wenn ich eine, kriege ich eine 6. Und wenn ich nicht nachhaltig bin, bin ich eher im roten Bereich bei einer 1. Ganz wichtig hier, wir wollen den Neubau abbilden, also Neubauten evaluieren nach diesen Kriterien, aber auch den Bestand. Wie es Christian Röttemund gut gesagt hat, die Herausforderung hier ist enorm. Und deshalb war auch das Ziel, eine Messskala zu finden, die eben das ganze Spektrum abdeckt. Also wenn Sie hier im die Innenraumluft messen wollen, spielt das keine Rolle, ob es ein bestehendes Gebäude ist oder ob es eben 20 oder Neubau. Das ist einfach aus Sicht des Nutzers unabhängig davon betrachtet. Und das ist eine wichtige Grundlage dieses Standards. Diese Thematik nur zum Zeigen, wir arbeiten mit Bereichen, also die ganze Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt, dann mit 12 Themen, Kriterien und dann schlussendlich die Messebene passiert eigentlich auf diesen 78 Indikatoren. Als Beispiel sehen Sie rechts den Bereich Gesellschaft. Wir haben das Thema Gesundheit von Minergie eigentlich übernommen. Die Raumluftqualität als Beispiel und konkret messen wir dann eben das Radon. Das ist dann der Indikator, wo Sie konkret als Nutzer die Gewissheit haben, dass Sie da gewisse Zielwerte erfüllen. Kurz der Inhalt, im Bereich Gesellschaft steht der Mensch im Mittelpunkt. Als Nutzer eines Bürogebäudes, als Bewohner, aber auch als Zielgruppe eines Prozesses. Wir haben aber auch neue Elemente drin, wie zum Beispiel architektonische Qualität. Schwierig, mutig auch, aber spannend. Und wir haben vor allem auch den Umgang mit dem Raum im Kontext wieder zum Umfeld. Als Beispiel, wir stellen eine Ortsanalyse eben genau mit diesem Ziel, das Umfeld zu analysieren, was besteht bereits an diesem Umfeld und dann das gezielt die Erkenntnisse in ein Themenpflichtenheft abzubilden, mit dem Ziel eben diese fehlenden Teile vielleicht umzusetzen im Planungsprozess. Das hat auch prozessrelevante Kriterien drin. Dann der Bereich Wirtschaft war sehr wichtig, Kosteneffizienz, alle klar. Hingegen auch die Investorensicht einzubeziehen. Also das Gebäude soll möglichst handelbar bleiben, es soll finanzierbar sein. Weiter soll es natürlich dem Nachfragemarkt gerecht werden. Also ich, je nach Standort ist der sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt an Marktmieten denke, Leerstandsrisiko, das sind wichtige Faktoren, wenn es um die wirtschaftliche Nachhaltigkeit geht. Und dann die Regionalwirtschaft als Beitrag in ein regionales Gebilde, wo ich wirklich sage, ich will auch einen Beitrag leisten in die Region mit meinem Gebäude. Auch als Beispiel hier Lebenszykluskosten. Ich glaube, ist nachvollziehbar über den Lebenszyklus betrachtet, optimiert das Gebäude. Dann der Teil Umwelt, da haben wir schon sehr viel gesehen bei Christian Röttemund. Also wir haben eigentlich den Teil Minergie, Minergie Eco wurde so übernommen, wurde ergänzt mit den Zielsetzungen der 2000-Watt-Gesellschaft, konkret Klima und Mobilität, aber dann auch weiter mit der Biodiversität, konkret Biodiversitätsstrategie, haben Sie vielleicht schon gehört. Das war ein Grund, weshalb man hier gesagt hat, es braucht einen Baustein, ein wichtiges Element, Natur und Landschaft. Beispiel Primärenergie in diesem Bereich, ich denke, das wichtiger Stellung, Betrieb und Mobilität, eben den wieder diesen Lebenszyklus eigentlich betrachtet. Wie müssen Sie sich die Evaluation vorstellen? Passiert eigentlich mit diesen Indikatoren hier konkret das Nutzungsangebot in einem Gebäude wird analysiert, also 2,5, 3,5, 4,5 Zimmerwohnungen. Das wird dann bewertet auf einer Notenskala eben 1 bis 6 und Sie kriegen dann konkret in diesem Themenbereich jetzt eine Note 5,2. Das sind Mittelwerte von verschiedenen Indikatoren und Sie sehen dann im Bereich Gesellschaft, an diesem Beispiel erreicht man eine 4,9. Und wie sieht das aus in der Gesamtschau? Sie haben dann diese drei Säulen. Sie haben wiederum Ihre 4,9 Gesellschaft. Sie haben eine, pro Bereich eine Note mit einer Gesamtnote. Aber es ist klar,
festzuhalten, die 6, die gibt es nicht im Gesamt. Also mathematisch können Sie vielleicht auf 5,4, 5,5 kommen, wenn Sie das modellartig durchspielen. Aber das Ziel ist natürlich, dass Sie da einen Optimierungsprozess durchlaufen, ein Hilfsmittel haben für diese Planung des Gebäudes, aber auch für einen Bestand, um das beurteilen zu können. Wichtig, wir haben Zielkonflikte. Wenn Sie als Beispiel, wenn Sie erhöhte Schallschutzanforderungen möchten, dann kostet Sie das etwas mehr Investition. Sie kriegen dafür mehr Wohlbefinden für den Menschen als Nutzer, aber Sie brauchen auch mehr Energie und mehr Ressourcen. Also da haben Sie Zielkonflikte drin und die sind gewollt. Das ist Teil des Planungsprozesses und hilft auch als Instrument bei Diskussionen, um da auch die beste Lösung zu finden, entsprechend Ihren Zielsetzungen, Ihren Bedürfnissen. Als Beispiel, wie müssen Sie sich das vorstellen? Hier wurde ein Objekt beurteilt in der Gemeinde Bettwil. Das Kriterium ist Landschaftszersiedlung, also Boden, Umgang mit Boden, Ressource. Da wurde ein Grundstück im Dorfkern angeschaut und ein Grundstück im Grünen sozusagen. Der Katalog gibt Ihnen Indikatoren, Ausnutzungsziffer. Wie ist die ganze Dispersion dieses Gebietes? Und das ergibt dann eine Punktzahl. Und Sie kriegen dann im Bereich eben der Standort im Grün, schneidet sehr schlecht ab, kriegt eine 1, also heißt nicht nachhaltig. Und der Standort im Dorf kriegt immerhin eine 3, aber die Ausnutzungsziffer ist da einschränkend und deshalb haben Sie da gewisse Spielräume, die Sie nicht ausschöpfen können. Aber einfach als Beispiel, dass Sie sehen, wie das ungefähr funktioniert. Dann die 12 Themen waren eigentlich das Resultat des Standards. Ich würde nicht im Detail darauf eingehen, haben Sie schon sehr schön gesehen bei Christian Rötemund auch. Wir haben wirklich versucht zu definieren, eben dieses gemeinsame Verständnis zu schaffen. Was heißt ein nachhaltiges Gebäude? Was bedeutet das? Als Beispiel eben, wenn es im Kontext mit dem Ort steht und sein Umfeld möglichst gut berücksichtigt, wenn es über den Lebenszyklus optimierte Kosten aufweist oder eben wenn es im Bereich Energie mit einem Minimum an nicht erneuerbaren Energien auskommt. Das sind 3 Beispiele und zwar haben wir diese 12 Themen, die symbolisch da stehen und auch den Inhalt dann dahinter, der diese Dimension dann auch bewertet. Wie wurde der Standard erarbeitet? Durch wen? Also wir haben auch hier wieder diese Säulen. Wir sehen, im Bereich Gesellschaft war Bürki Scherer Architektur mit der Hochschule Luzern inhaltlich konkret diese Indikatoren erarbeitet. Im Bereich Wirtschaft war es EBP mit Wüschpartner und im Bereich Umwelt war INTEP, die auch maßgeblich am Energieeco beteiligt sind, involviert. Visual bei der visuellen Kommunikation, CSC hatte die Projektleitung. Ganz wichtig, die strategische Begleitgruppe, 35 Personen, Institutionen, die wie ein Review-Panel funktioniert haben. Und ohne das BFE und Energie Schweiz, ist klar, wäre dieser Standard auch nicht heute da, wo er steht. Also das BFE hat da die Federführung gehabt in Form der Steuerungsgruppe und hat auch die Finanzierung sichergestellt. Kurz die Pilotphase. 28 Projekte verteilt über die ganze Schweiz mit dem Ziel, die Anwendbarkeit in der Praxis zu testen, weil das Projekt 2 Jahre Entwicklung, wir hatten nicht die Gelegenheit, das wirklich zu testen im Markt. Wir hatten zwar Möglichkeiten anhand von 2 Projekten, aber nicht in der Tiefe. Und Sie sehen, da war ein Panel, größere Projekte, kleinere Projekte, insgesamt ungefähr 1000 Wohneinheiten, kleinere und verschiedene Nutzungen auch. Und da war ein wertvoller Beitrag jetzt für diese nächste Phase, wurde da gestellt. Die Benotung würde ich nicht im Detail darauf eingehen, aber Sie sehen so das Spektrum. Also das sind alle Projekte, die eingegeben wurden, verschiedene Nutzungen. Und die Notenbandbreite variiert von irgendwie das Tiefste vielleicht von 3,3, 3,4 bis 5,2. Das war so das Spektrum dieser Bewertungen. Die Resultate waren eigentlich gezielt auf die Zielsetzungen aufgebaut. Das wollte prüfen, ist er eben inhaltlich so abgestützt, wie das gefordert wurde? Ist er breit anwendbar?
baut er auf Bestehendem auf als Beispiel. Das war quasi die Überprüfung der Zielsetzung. Wir haben auch noch Handlungsbedarf. Klar, wir haben festgestellt, gewisse Punkte sind zu wenig klar beschrieben. Vielleicht sind sie zu kompliziert. Vielleicht geht es etwas zu weit. Die Notenskala wurde natürlich auch in Frage gestellt. Und da ist man jetzt daran, das aufzunehmen, diese Erkenntnisse, und eben in einer Optimierungsphase zu optimieren, mit dem Ziel, dann im Frühjahr 2015 mit dieser Version 1.5 bereit zu sein. Aber grundsätzlich wichtig, das Echo war positiv, die Rückmeldungen waren positiv und war auch sehr wertvoll für die weitere Entwicklung. Wir haben da ein paar Momentaufnahmen von der Übergabe dieser Pilotzertifikate an diese Panel-Teilnehmer. Und das war ein wertvoller Meilenstein bei der Entwicklungsgeschichte bisher. Kurz als abschließend vielleicht noch die Marktbefragung. Oder der Standard, eine der Zielsetzungen war auch, dass wir einen Standard schaffen, der eine Grundlage bildet für ein späteres Label. Und diese Label-Thematik wird sehr breit diskutiert. Da bestehen unterschiedliche Vorstellungen, wie das weitergehen soll. Deshalb hat das BFE eigentlich zusammen mit dem Netzwerk entschieden, eine Marktumfrage durchzuführen. Die BFH, Berner Fachhochschule, hat diese Marktumfrage durchgeführt mit dem Rücklauf von knapp 500 Personen. Und die Resultate liegen heute vor. Das wird nächstens publiziert öffentlich. Also es ist eigentlich das erste Mal, dass wir diese Resultate so zeigen dürfen. Und deshalb freut es mich, dass das heute ist. Wir sehen, dass das, der grüne Bereich, das sind die Antworten, die positiv geantwortet haben. Also wir haben auf die Frage, wenn der Markt ein Label nach SNBS anbieten würde, würden Sie eine solche Zertifizierung anstreben? Da sagen 10% klar, ja sicher. Und je nach Projekt die restlichen 48%. Wir haben 28%, die noch unsicher sind, weil sie sich noch zu wenig mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Und wir haben aber auch 12%, die klar sagen, sicher nicht. Das ist die Ausgangslage. Interessant, in der Romandie ist der Anteil ja sicher bei 20%. Es ist noch spannend zu sehen, wie da die regionalen Unterschiede sind. Aber der Großteil ist da klar für eine Label-Einführung. Das Pro und Contra würde ich auch nicht vertiefen. Ganz wichtig, die meisten der Befürworter haben das Umweltbewusstsein zu oberst, aber auch die Reputation des Gebäudeinhabers, also Renommee, Marketing natürlich, Mehrwert auch für den Nutzer. Und dann kommt natürlich auch noch das Thema Mehrwert bei einem Verkauf oder auch vor allem die Mieterträge, die da erzielt werden können, die etwas höher liegen. Im Contra-Bereich ist es klar, es gibt bereits genügend Labels auf dem Markt. Das ist immer so der erste Eindruck, der kommt. Und da ist sicher die Kontraseite auch entsprechend zu berücksichtigen bei der weiteren Entwicklung. Erlauben Sie mir noch einen Ausblick. Ich nehme nochmals den Baum mit dieser willkürlichen Anordnung der einzelnen Instrumente. Ich habe mir erlaubt, den SNBS unten so im Bereich des Stammes einzutragen, einfach mit dem, auch wieder symbolisch, mit dem Ziel eben, dass man Bestehendes wirklich zusammenfassen will, man will integrieren, man will Brücken bauen, jetzt war ich da zu schnell, und auch wirklich diese Stärken und diesen Mehrwert, der heute bereits vorliegt in der Landschaft, wirklich zu koordinieren und zielgerichtet auch weiterzuführen, mit eben Bewerten wie Minergie. Und es ist in dem Sinn nichts Neues, es beinhaltet sehr viel Bestehendes und das ist sicher ein Mehrwert, den wir vorzeigen können. Es gibt auch viele gute Gründe für den Standard. Es ist ein gemeinsames Verständnis aus meiner Sicht, das geschaffen wurde. Es ist wirklich auch eine Schweizer Planungskultur drin und insbesondere ist es ganz wichtig, es ist ein gemeinsames Projekt Wirtschaft und öffentliche Hand. Das ist wirklich paritätisch zusammengesetzt und auch entsprechend berücksichtigt. Gut, aber ich denke, überzeugen Sie sich selbst. Also die Unterlagen sind alle frei verfügbar. Das ist ein Excel-Tool, frei zugänglich. Sie können das runterladen über die Webseite des NNBS und kommen da
zu diesen praktischen Hilfsmitteln. Und es würde mich freuen, wenn Sie da Freude damit haben, bei der Umsetzung Erfolg haben in Ihren Projekten und demzufolge auch einen wichtigen Beitrag leisten für einen nachhaltigen Gebäudepark Schweiz. Besten Dank.